Schon längst kann die bürgerliche Gesellschaft, einst selber revolutionär, nicht mehr leben, ohne Beton systematisch auf den Hund zu bringen. Folgerecht ist heute der komplette Kulturbetrieb insgesamt darauf angelegt, Beton in etwas Positives zu verkehren. Korrekte Interpretationen vermöchte sich die Gesellschaft in der Tat kaum noch zu leisten, denn sie fände ihre eigene Negation in ihnen angelegt.